Zur Einstellung folgendes. Sie sollten den Filter, den Sie drin haben, natürlich auf hell drehen, weiß, für die Grundeinstellung. Dann sollten Sie die Irisblende möglichst oder ganz groß einstellen. Die Irisblende macht ja im Grunde eine Tiefenschärfe. Die kann ich für die Grundeinstellung nicht gebrauchen. Ich will ja erstmal den Fehler korrigieren und dann mir die Tiefenschärfe noch als zusätzliche Leistung dazu holen. Also Irisblende ganz groß. Nachdem Sie dieses System dann auf Ihrem Gewehr fixiert haben, wie wir hier ja schön sehen, beginnen Sie den sphärischen Anteil, das heißt hier schön zu sehen, diese vordere Einstellung, ganz Richtung Plus zu drehen. Also, wir beginnen das Ding Richtung Plus. Hopp, Plus zu drehen. Nun liefert Demann auch im Download auf der Webseite diesen Strahlenkranz. Der Strahlenkranz hat folgenden Sinn. Er soll uns zeigen, wo die Zylinderachse liegt, wenn wir sie nicht wissen aus dem Brillenrezept. Und vor allen Dingen zur Feinjustierung. Die Stärke eindeutig dieses Systems ist ja das, dass ich Tagesformen sowohl sphärisch als auch zylindrisch als auch von der Achslage hier kompensieren kann. Also ich kann im Stand, tagesformmäßig, habe ich am Tag viel Stress gehabt, dann ist mein Sehen unter Umständen anders. Das kennen wir. Wenn wir den ganzen Tag am Computer arbeiten, schauen dann nach 2 Stunden in die Ferne raus, ist mir erstmal alles trüb. Wir brauchen eine gewisse Weile, bis sich das Auge wieder umstellt. Auch Medikamenteneinnahmen, Diabetes zum Beispiel, Blutdruckschwankungen wirken sich auf das Gesamtsystem aus. Deshalb ist es wirklich sinnvoll, dieses Gehmann-System auch als Gesamtsystem zu erwerben. Nur so haben Sie die Flexibilität, alle Komponenten im Grunde einzustellen. Frisch einzustellen, im Stand, wenn Sie jetzt kurz vor dem Wettkampf sind, nochmal nachzujustieren, um das Optimum rauszuholen. Dieser Strahlenkranz, den kleben Sie sich also irgendwo auf eine Zielscheibe draus, an dem Stand, wo Sie sind, den können Sie auch etwas kleiner machen, fahren den raus an der Scheibe, dann schrauben Sie das System, wenn Sie es nicht schon haben, auf Ihr Gewehr, drehen die sphärische, den sphärischen Anteil, wie wir schon sagten, Richtung Plus. Schauen jetzt durch das System durch. Sie haben ein großes Blickfeld, Sie haben die Iris groß gedreht, bitte, und sehen natürlich vorne erstmal alles verschwommen, weil wir haben durch dieses Plusgeben, man nennt es in der Fachsprache, eine Nebelung erreicht. Das wollen wir aber genau haben. Nun beginnen wir, indem wir durchschauen, das System langsam an der Sphäre vorne Richtung Minus zu drehen. Nicht zu schnell, schön langsam, bis dieser Strahlenkranz das erste Mal eine scharfe Richtung zeigt. Was meine ich damit? Ich zeige es Ihnen mal. Das erste Mal eine scharfe Richtung, der Strahlenkranz hier ist jetzt ein bisschen anders aufgebaut, das spielt aber keine Rolle, wäre zum Beispiel so etwas. Sie sehen außenrum noch eine gewisse Unschärfe, eine Linie kristallisiert sich als die bessere heraus. Das ist eine ideale Einstellung. Das kann natürlich je nach Lage Ihres Astigmatismus überall sein. Also nicht, dass es jetzt hier genau hier angegeben mit 0 Grad ist oder waagerecht, sondern kann auch irgendwo schräg oder 90 Grad liegen. Also das ist die Grundeinstellung. Wenn Sie dieses sehen, und wir gehen erstmal davon aus, in der ersten Erklärung jetzt, Sie haben keine Brillenwerte vorliegen, was ja oft der Fall ist. Dann machen Sie Folgendes. Sie haben also jetzt die Sphäre reingedreht, so lange, bis Sie diesen Strich zum ersten Mal scharf sehen. Dann müssen wir einen gewissen Anteil einer zylindrischen Wirkung erstmal geben. So, dafür folgende Erklärungen. Sie sehen auf dem Zylindersystem im vorderen Rand erstmal eine Angabe 0 bis 180. Dieses 0 bis 180 bezieht sich, haben wir schon, Pluszylinder-Schreibweise auf diese Achslage. Und zwar, wenn diese Achslage senkrecht nach oben zeigt. Wenn ich also Werte habe, kann ich das benutzen. Aber jetzt erstmal, ich habe keine Werte. Sie sehen weiterhin in den hinteren beiden Skalen an den Fähnchen angebracht die Einteilung 0, 0,25 bis 2,0. Diese beiden Fähnchen sind immer, und das ist ein wichtiges Ding auch, parallel zueinander zu verstellen. Das heißt, wenn Sie jetzt ein Fähnchen nur in eine Richtung stellen,
würden Sie indirekt die Achslage verschieben. Und das wollen wir jetzt zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht haben. Sondern wir geben jetzt symmetrisch, und diese Fähnchen sind mit einer Rasterung versehen, wie Sie ganz einfach spüren können, geben wir jetzt eine gewisse Anzahl von Rasterungen, sodass wir hier auf dem System ungefähr 1,0 einstellen, sowohl mit dem rechten Fähnchen als auch mit dem linken Fähnchen. Wenn wir das haben, haben wir unser System nochmal erstens eingestellt, ich sehe eine Strichrichtung. Das ist nämlich im Grunde mein Astigmatismus. Zweitens, ich habe jetzt schon einen Zylinder gegeben, der nicht unbedingt in der Stärke jetzt schon stimmen muss, aber der mir vielleicht schon den ersten Anhaltspunkt jetzt gibt, wenn ich die Achse einjustiere. So, nachdem Sie also diese eine Dioptrie hier einjustiert haben, mit dem rechten und mit dem linken Fähnchen symmetrisch zueinander, schauen Sie wieder durch das System und drehen nun das System langsam im Diopter eingeschraubt im System von 0 auf 180 Grad rüber.